Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play das schwarze Auge Drakensang mit mir, dem Captain. Tja, wir gehen hier oder wir sind hier in den Höhlen unter Murolosch, dem Zwergenparadies. Und wollen sehen, dass wir hier noch ein wenig machen. Also hier kommen wir nicht weiter. Hier gab es noch so ein paar Geister, so ein paar Grolmgeister und hier gab es Grolme. Und den Weg hinten, der ist versperrt. Der Weg hier ist hoffentlich nicht versperrt. Aber wir müssen halt echt aufpassen wegen der ganzen Geister, die hier sind. Und ich merke schon, mir geht so Na langsam klar. wieder mein Zeug Cerius, aus. Astus, Deshalb du schon wieder Aquatus, hier anfangen kannst. Candidus, Meine Mirabilis, Kraftquellen zu verbessern. So. Und wenn ich wüsste, dass ich keinem Morphu-Ding da mehr begegne, dann würde ich ja auch weitermachen. Aber so ist es halt nicht passend. So, hier haben wir die nächste Abzweigung. Was haben wir da? Untoter Grolm. Untoter Grolm. Können wir die anlocken vielleicht? Nein, ihr sollt hier bleiben. Geht mal alle nach da hinten. Kommt mal alle hier nach hinten. So. So. Sollen mal alle hierher kommen? Ich will nicht in den Raum reinkommen. Da kommt nämlich eine ganze Menge. So. J. So. Hier ist irgendwo auch einer, der blitzt, oder was? Jawohl, wieder Erfahrungspunkte. Komm, oh, da sind wieder, ist wieder einer mit Gift. Candidus. Was ist das denn für einer hier? Das bin ich. Oh, du kannst da mal entgiften. Okay. Sie greifen alle einzeln an. Dann sollten sie jetzt gleich alle fallen, ne? Nächste weg. Der nächste weg. Der nächste weg. Und weg ist er. Oh nein. Ich mach das schon. Er stirbt. So, was haben wir hier? Noch einen davon. Du hast einen Knauf. Was habt ihr Tolles? Schmiedehammer. Der hat irgendwas. Ah, Zwergenstahl. Hä? Was liegt denn da? Aha, der hat irgend so eine komische Keule gehabt. Aha. Interessant. Wir haben sie zumindest jetzt erstmal rausgelockt, wenn die da schon mal sind. So. Weil wenn hier nämlich Fallen sind. Aha. Das scheint nach Falle, scheint eine Falle zu sein.
Ich hab's gewusst. Ich laufe auch noch hinein. Ja, natürlich. Aber besser, ich laufe hinein als nicht. So, die Wendeltreppe geht's also nach oben. Okay. Na gut, also die Wendeltreppe geht es offensichtlich nach oben. Aber bevor ich das jetzt mache, dann gehen wir doch lieber noch mal ein bisschen die anderen Ecken hier checken, ne? So. Meint ihr? Gute Entscheidung. Ja, ihr habt alle noch genug Kraft. Und die sehen auch nicht so aus, als ob die so notwendig sind hier immer. Dezeptio. Furax. Dezeptio. Es dauert immer über eine Minute hier, ne? Jawohl, weiter geht's. So. So, hier geht's runter. Was ist das? Ein untoter Grolm. Oh, da kommt mehr raus, okay? Oh. Du bist, vergiftet, was nicht gut ist. Und der nächste weg. Und? Das waren sie. Ich mach das schon. Metallteile. Knauf. Ein Schmiedehammer. Dietrich. Knauf. Und? Ich glaube, da habe ich mich vertan. Die Dietriche kriegst du. So. Ein zerbeulter Sapeurhelm. Das ist ein fachgerechter Stollen, ein Sturz von Zwergland. Da ist kein Groll mehr durchgedrungen. Ach, und dann habe ich einen. Er trägt eine Nummer zur Induzierung. Ich sollte ihn mitnehmen und seiner Familie übergeben, damit sie weiß, dass es aus dem Vorfahren geworden ist. Ja, komisch. Noch irgendwas hier? Ich will aber nicht diesen Sapeurhelm finden. Ich will dieses Amulett finden halt. Ja, ja, gut erkannt, gut erkannt. Hier ging es eins nach Murolos. Aber alles vergessen. Was wurde vergessen? Vergessen. Ich weiß es nicht. Ich habe es doch vergessen. Ich meinte, die Zwerge haben vergessen, dass es diesen Gang gab und dass sie mit den Grollen Krieg führten. Nicht vergessen. Das Wissen ist da, aber die meisten erinnern sich nicht mehr daran. Warte, wer bist du? Offensichtlich weiß der mehr, als er uns sagt. Gut, hier gibt es noch einen Weg lang. Und wir haben eine Falle entdeckt. Ist da unten schon Viecher irgendwas? Nee, ne? So, aber wahrscheinlich gibt es hier Fallen. Eine Feuerfalle, danke.
Okay, gut. Und weiter geht's, ne? Da hinten ist eine verschlossene Wand wieder mal. Ah, sehr schön. Hier können wir natürlich gleich... Können wir doch gleich mal aufmachen hier, diese verschlossene Wand. Boah, natürlich mit einer Falle versehen. Eine Truhe. Wieder misslungen. Dann öffnen wir mal das Schloss. Misslungen. 20, 12, 10 gewürfelt. Ach, Mann. Und? Geöffnet. Und was haben wir hier drin? Anleitungen. Das ist doch mal schön. Amazone voraus. Diamantstaub. Na also... Diamantstein. Die Kurbel kennen wir schon. Ja, wunderbar. Guck mal. Schmieden jetzt. Weidener Kriegsbeil. Einhandkriegswaffe. 1W6 plus 4. Okay. Das ist nicht unbedingt das pralle Ding. Diamantschleifstein. Okay, das ist schön. Trollms Skraja. 1W6 plus 9. Einhändige Hiebwaffe. Okay. Ich nehme die Sache in die Hand. Okay. Hiebwaffe. 1W6 plus 9. Mhm. Die ist natürlich nicht schlecht. Steineiche, Kohle, Lederbänder fehlen. Gegengewichte, Diamantschleifstein habe ich auch. Eigentlich fehlt wirklich nur, fehlen nur Lederbänder, ne? Die Eisenweiler Kurbel brauchen wir wahrscheinlich nicht. Okay. Trollerschroms, Zwergenskraler, Skraja ist natürlich auch gut, ne? Das sind dann quasi... 2W6 plus 3, nur mit einem garantierten 6er, ne? Macht dann 10 bis 16, ne? 10 bis 16. Ne, 10 bis 15. Aber ich weiß ja nicht, was für Pluswerte die noch bei dem anderen hat, ne? Ich versuche mein Bestes. Und 2W6 plus 8 macht, ja gut, ist immer noch besser als das andere. Hängt davon ab, wie viel das... Plus 8 hier jetzt, dann bei dem anderen in plus 12 oder 13 oder irgendwas landet, ne? Okay, gut. Aber schön, hier haben wir Anleitung gefunden. Ah, sehr gut. Wissen ohne Ende, Wissen ohne Ende. So, hier geht's weiter. Candidus. Candidus, zack. Deceptio. Candidus. Astus. Warum bist du noch da hinten? Ach so, weil du nicht mitgekommen bist. Gute Entscheidung. Okay, gut. Wir sind wieder bereit. Wir können den letzten Raum hier hoffentlich für die Ebene cleanen. Da geht's nicht weiter, da geht's nicht weiter. Da geht's vielleicht hier... Nee, wenn ich das jetzt schon sehe, geht's da auch nicht rum. Okay. Mhm. Na gut. So, was haben wir hier? Krollme. Da. Oh. Ein Feuergeist. Oh, der kommt sogar.
Dann, sorry, dann gibt's hier den Weidener Bogen. Die Armbrüste. Und, du gehst direkt auf den zu. Du machst bei dem Feuergeist direkt einen Bogenschützenangriff drauf. Du auch. Das bin ich. Und du auch. Ein Zwerg, ein Wort. Für Ardo. Gute Entscheidung. Und zack. Und zack. Folgt mir. Du musst ihn dann entgiften. Alles klar. Und erledigt. Oder ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Gut, der Zwerg ist in Ordnung. Das heißt, jetzt können wir wieder auf Schwert und Schild setzen. Alle mal hergehört. Ich nehme die Sache in die Hand. Ist hier vorhin irgendein Gräum gewesen? Nee, ne? Phorax. Der nächste. Komm schon. Alles klar. Arquartus. So, der nächste weg. Und ihr kriegt auch keine Wunden, ihr Viecher, ne? Und der Geist wird, bevor er irgendwas sah, konnte doch ein bisschen blitzen. Okay. Er hat sie alle ein bisschen geblitzt. Jawohl, das war's. Weg mit euch. Eine Brandfalle. Na klar. Dietrich. Knauf. Amazone voraus. Was hat der? Eine Parierstange. Und Metall. Alles klar. Was hast du? Ich nehme die Sache in die Hand. Diamantstaub. Und du hast einen Schmiedehammer. Und ist da hinten irgendeiner noch gestorben? Ich weiß es nicht. Ja, gut, wir leben auf jeden Fall noch und wir haben dieses elende Ding gezeigt. Ein Heiltrank, ein Zielwasser, okay. Noch eine Truhe, die man plündern kann. Komm.
noch irgendwas hier hinten? Hier hinten. Irgendwas an den Wänden. Nee, hier sind noch zwei Kisten. Holzfässer. Ich nehme die Sache in die Hand. Steineiche. Ich mach das schon. Alle Bolzen und Pfeilspitzen, die man nicht mehr braucht. Die man auch zuhauf irgendwo bekommt. Aber hier, nee. Oh, doch, da ist noch ein Fass. Nochmal Steineiche. Okay. Folgt mir. Gewichtskram ist alles noch in Ordnung. Ist überhaupt kein Problem hier. Aber ich dachte, hier gäbe es vielleicht noch bessere Sachen zu finden oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, hier gibt es auch wirklich nicht viel mehr Tolles zu finden. Da müssen wir echt schauen, ne? So, unsere Karte. Ja, drumherum ist alles weg, ne? Da kommt man, da ist nichts, ne? Man könnte, man kann die Wendeltreppe hoch, ja? Das weiß ich ja. Und die Gänge hinten, das geht halt irgendwie nicht, ne? Die gehen halt irgendwie nicht. Naja, werden wir mal schauen. Na gut. Gehen wir einfach weiter. Gehen wir echt einfach weiter hier. Ach, komm. Also ab zur Wendeltreppe. Mann, Mann, Mann. Ich habe langsam ein bisschen Schnauze voll. Der ist ganz schön lang hier, dieser Dungeon. Und ich kann nicht einfach wieder rausgehen, weil ich erstmal rausfinden muss, wie ich rauskomme. Vielleicht ist ja die Wendeltreppe gleich das Ende. Okay. Das bin ich. Furas. Wir werden ein bisschen zaubern. Candidus. Arquartus. Candidus. Zeritus. Zeritus. Astus. Und? Gut. Hier gehen wir weiter nach oben jetzt. So. Muss doch irgendwann mal rausgehen hier. Kann man hier oben drauf? Nee. So. Wo sind wir hier? Oh, Grolmenhöhle 2. Mhm. Ach komm.
Na klar. Na klar, alle sind Candidus. So vergiftet. Korax. Dezeption. Jetzt wird's ernst. Komm, lass mal dich weg. Ja. Den nächsten weg. Den nächsten weg. Oh. Na klar. Wieder einer vergiftet. Komm. Wir heben das Gift gleich mal bei den anderen mit auf. Das bin ich. Ich wusste doch, dass die auch gleich vergiftet werden. Jawohl, stirb! Zwergenstahl, Metallteile. Kohle, Dietrich. Kohle. Dietrich, Diamantstaub. Kohle. Dietrich. Teilteile. Dietriche. Kohle. Das. Das. Fertig. Weiter geht's. Gucken wir mal, was wir hier um die Ecke haben. Wenn wir hier einmal hinten rumgehen. Dann haben wir hier drüben ein Fass. Steineiche. Okay, Steineiche. Fällt mir ein. Kann ich irgendwie diesen Zustand fauliger Gestank kann ich echt nur durch alle mal hergehört. Ja, kann ich wahrscheinlich echt nur durch die Seife wegmachen. Ich habe 10-mal Seife, ne? Ich weiß nicht, ob ich noch was kriege. Na, Seife schon, glaube ich schon irgendwo, aber ich weiß nicht, ob ich nicht noch Gestank kriege. Momentan stört mich das Charisma, weniger Charisma zu haben, nicht wirklich. Oh, und hier haben wir jetzt natürlich Geister, wie schön. Die umherum spawnen. Warum? Wo sind wir eigentlich jetzt? Na gut. Nein, ihr solltet alle die gleichen angreifen. Du bist benommen, warum? Gut.
Candidus. Candidus. Arquartus. Gefühlt bin ich ständig Candidus. Am Körperkraft verteilen. Wo ich der Meinung bin, dass das viel zu lang, viel zu kurz ist, wie das hält. Das könnte eigentlich 10 Minuten halten, weißt du? Das hält überhaupt nicht lange. Das hält viel zu kurz. Leute, das hält echt viel zu kurz. Ach, noch mehr Gräume. Komm, wir bleiben gleich bei denen hier. Machen wir die vorderen zuerst. Der nächste bei uns direkt. Da hat einer ein Gift gekriegt. Arquartus. Furax. Ach komm. Gib mal gleich mal Gift, entgiften an alle. Und go, 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 zack, zack. Ach Mann, immer die gleichen, die hier. Okay, gut. Ich nehme die Sache. Kohle, Brandfalle. Kohle. Dietriche. Alle mal hergehört. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ah, nach da geht's weiter. Nach da geht's auch weiter. Eine stabile Tür. Was haben wir da drin? Untote. Nehmen erstmal diesen, den widerlich aussehenden Untoten. Komm, alle hin, kommt. Zack, sind... Ach, von oben kommen auch noch zwei, okay. Geist, ein Geist. Ha, der Geist ist schneller tot als die Gräume selbst, die Untoten. Gut. Aufgepasst. Nein. Verkehrt. Das Zeug muss dahin.
Die Krähenfüße auch. Gute Entscheidung. So. Das ist eine Brandfalle. Da hinten liegt noch einer. Diamantstaub und Dietrich. Was ist mit dem da unten jetzt? Dietrich, alles klar. So. Gut. Wieder ein Raum. Besser, da unten geht's durch. Oben geht's. Geht's oben irgendwo lang? Oben geht's nur zu einer Truhe. Okay, man hat wieder mal eine Falle gehabt. Dafür ist das Schloss umso einfacher gegangen. Und Zaubertränke. Lass das mal vor, Grimma. 12. Wie viel Heiltränke hast du? 10. Kriegst du mal einen Heiltrank, hast du 11. Du hast 15. Du hast 14, genau. Ausdauertränke. Gute Entscheidung. Wieso sehe ich bei dir nirgendwo die Ausdauertränke? Weil du sie nicht hast, oder was? Du hast 8 Stück. Du hast 6. Ich mach das schon. Du hast diese Ausdauertränke nirgendwo platziert. Okay, deswegen. Du hast auch 6 Stück. Aufgepasst. Du hast auch 6 Stück. Okay, gut. Gut. Alles klar, damit haben wir die Ausdauertränke. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, da sieht man nichts. Unten sind noch welche. Oh. Das bin ich. Arquatus. Was ist das hier? Nee. Ich sehe hier auch sonst nichts mehr, ne? Ah, ich bin jetzt sogar eine Ebene tiefer. Und jetzt bin ich... Ah, jetzt bin ich wieder hier oben. Okay. Na gut. Meint ihr? Dann, Thorax. Deception. Arquatus. Okay, wir haben alles. Also weiter geht's. Keine besondere Wand, auch wenn das gerade eben so aussah, als ob da irgendwie eine besondere Wand wäre. So, hier sind wir hergekommen. Von rechts sind wir gekommen. Nur auf euch wartet nichts als die Verdammnis.
Ihr verliert mit jeder Stunde Stollen und Gänge und wollt uns drohen. Stollen um Stollen verlieren sie. Seltsame Erscheinungen. Such den Zwergenschatz. Aha. Also, die Teleporterscheibe, den Zwergenschatz, das Amulett. Mann, 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 was ich noch alles suchen soll hier, ne? Aber gut, die Geschichte der Zwerge geht halt mal. Ja, wie, los, kommt doch. Ach so. Also. Okay, wir haben sie besiegt. Aha, wo sind wir denn jetzt lang reingeraten? Okay, er will nach da. Und er hat ein Stück Kohle dabei. Und was haben wir da? Das hier? Okay. Aha. Wie heißt das da? Was steht da auf der Karte? Okay, also da kann man quasi ein bisschen bewegen. Mhm. Was haben wir hier? Ah, eine. Noch eine Falle. Okay. Deswegen wollte der, dass ich hier lang komme. Bleibt mal hier. Lass den mal herkommen. Und jetzt könnt ihr ihn machen. So. Lasst sie einfach mal hierher kommen. Oh. Da ist schon einer vergiftet wieder. Zeritus, Zeritus, Astus. Komm schon. Ach, von hinten kamen auch welche. Ach nee. Doch. Das bin ich. Dezeption. Ja. So. Oh. Warum liegt sie denn? Ja, nicht umgeworfen, nicht hinlegen, Leute. Arquatus. Das bin ich. Komm schon. So, da ist noch einer. Jetzt wird's ernst. Hey, ja. Komm schon.
Der kann nichts, der kann nichts. Oh. Du hast eine Wunde. Erstmal machst du das. Und dann nimmst du dir selber mal ein bisschen Schaden. Oh nein, sie liegt am Boden. Ah, Leute. Ausgerechnet jene, die entgiften kann, liegt am Boden. Nein, 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 komm, steh wieder auf. Kladdes. Und der letzte. So. Ach. Warum muss die auch am Boden liegen? Ein Zwerg, ein Boot. Amazone voraus. Diamantstaub. Jede Menge Knäufe habe ich hier, ne? Du armes Mädel, du armes Mädel, komm, hier. Weißt du, warum das passiert ist? Weil du den Kram hier... Das bin ich. Dezeption. Jetzt kannst du dich mal heilen. Ja, wunderbar. Weißt du, warum das passiert ist? Weil dein Körperkraftzauber ausgelaufen ist, ne? Phorax. Candidus. Phorax. Arquatus. Deception. So, und jetzt haben wir alle. Jetzt wollen wir hier... Oh, noch eine Treppe. Okay, einmal ganz rum. Mhm. Und dann hoch, ne? Moment. Hier haben wir erstmal das hier. So. Sandstein und Stahl. Okay, wenn du meinst. Nein, guck doch mal da. Mann, 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 die ganzen Geister hier. Okay.
Hier haben wir eine. Oh, was haben wir da? Steingolems. Stopp. Nein, da gehen wir noch nicht rein. Wenn da Steingolems drin sind. Ich gehe erst nochmal hier hinten rum. Vielleicht gibt es hier hinten noch irgendwas, was ich mitnehmen sollte. Nicht, dass wir hier nachher dann die Steingolems haben und so. So. Und wenn wir jetzt schon hier stehen, so. Dann speichern wir hier ab. Und du? Machst dein... Zeritus, Zeritus, Astus. Bei Angroschband. Amazone voraus. Für die Königin, für Rondra. Jawohl. Arquatus. Ein Zwerg, ein Wort. Wie viel hat der? 170. Zack. Gute Entscheidung. Zack. Zum Angriff. Zack. Zack. Brennt, jawohl. Und... Wuhu! So, jetzt... Das bin ich. Zeritus, Zeritus, Astus. Jetzt warten wir, bis er wieder zurückverwandelt ist, ne? Genau. Ja. Nein. Oh. So. Stehen sie wenigstens halbwegs drumherum. Jetzt warten wir, bis er sich wieder zurückverwandelt. Der Zauber war echt gut. Wahrscheinlich hat er, dauert es jetzt eine ganze Weile, ne? Also ein Steingolem zu festen Stein verwandeln. So kann man halt auch einen Gegner eine ganze Weile lang rausnehmen, ne? Ja, und ich sehe schon meine Körperkraft-Attributsachen. Laufen aus. So, dann wollen wir die gleich mal weiter zaubern hier. So. Wie lange bist du jetzt verwandelt, hä? Eindeutig zu lange. Eindeutig zu lange.
Ja, hallo. Oh, Leute. Jetzt ist er da. Endlich. Das bin ich. Ich versuche mein Bestes. Für Ardo. Bei zwei. Ich nehme die Sache in die Hand. Eins. Zwei. Meine Rache. Drei. Eins. Zwei. Drei. Alle mal hergehört. Zum Angriff. Arquartus. Deception. Arquartus. Okay. Weg ist er. Der Sieg ist unser. So geht's auch. Sehr schön. So, jetzt haben wir sie beide besiegt. Müssen wir nur unsere Ich nehme die Sache in die Hand. Ausdauer ein wenig hochkriegen wieder, aber das sollte kein Ding sein. Die sollte doch schon wieder fast hochgestiegen sein. So, wir gehen hier weiter. Tiefen von Gruldur. Da geht es weiter. Da geht's weiter. Okay, das sieht mir wie ein Riesenraum aus. Das dort hinten muss die Grollenstadt sein. Ein Hort gewaltiger Schätze, sagen die Geschichten. So, so. Die Brücke ist zerstört. Zu dieser Stadt in der Ferne gibt es keinen Zugang. Die Brücke zerschlagen, die Tunnel eingestürzt. Unsere Stadt, unser Reich, jetzt tief im Berg eingeschlossen. Verfluchte Zwerge! Dahin siechen mussten wir. Aber ihre Schätze mussten sie uns lassen. Ja, die Schätze sind unser auf ewig. Im Leben, im Tod, in der Verdammnis. Erscheinung. Okay, besiege die Gräumgeister und finde den Zwergenschatz. Okay, also irgendwas muss man hier wohl machen können, oder was? Ah ja, ach so, man kann hier dran vorbei. Dich auch noch. Und den nächsten. Ja, ihr macht ja nicht viel. Zack. Und der vorletzte. Zwei sind es noch. So, jetzt haben wir die Geister besiegt. Und jetzt können wir uns noch den Zwergenschatz holen, oder? Zwergenamulett. Dieses Amulett hat eine getötete Zwerge in den Tiefen von Gruldur bei sich trug. Die Gräume raubten es von ihm und er möchte es zurückhaben, weil er sonst keine Ruhe finden kann. Alles klar, gut. Also. Nochmal 50, okay. Die Dukaten. Ich mach das schon. Blattgold, Edelsteine bekommst du. 50 Kugeln. Was haben wir hier? Tumplerak 2. Ist das eine Armbrust? Jawohl.
Die kannst du nehmen und das auch. Und wir haben noch eine Geschichte der die Grollenkriege. Jawohl. Gibt nochmal extra Erfahrungspunkte. Und diese Geschichte, die Grollmenkriege, wo ist denn das? Was hast du hier? Das Amulett macht gar nichts. Hier. Die Grollmenkriege. Ach du Scheiße, ey. Meine Fresse. Ich glaube, das lesen wir in der nächsten Folge ganz am Anfang mal vor. Ich verabschiede mich. Bis denne, sagt der Captain.